Also, es geht um nationale, internationale Höhepunkte und wir präsentieren jetzt die Top-Athleten, allerdings in einer anderen Reihenfolge, als ihr steht. Ihr kennt die Reihenfolge noch gar nicht. Die haben wir selber festgelegt, Matthias, tut mir leid. Und es beginnt, Micha, du hast die ersten beiden Athletinnen jetzt für uns. Ja, genau. Und wir legen los mit der Bronzemedaillengewinnerin bei den Paralympics in London über 4x100 Meter aus Großbritannien, Katrina Hart. Wir kommen zur nächsten Paralympics-Teilnehmerin. Sie war in Rio mit dabei. Sie ist Vize-Rekordhalterin, fünfte über 100 Meter war sie in Rio. Lindy Abe. Die nächste Athletin, sie steht schon da. Sie wollte hier als erste aufs Tableau. Aber man muss auch ein bisschen warten bei uns, Jackie. Alles klar, deutsche Meisterin 2015, 2016, heute über die Rheinische Hürden aktiv vom LSV Stadtwerke Tübingen. Hier ist Jackie Baumann. Und wir bleiben bei den Hürden. Wir haben sie heute schon gesehen, die dritte der Europameisterschaft über 400 Meter Hürden aus der Schweiz. Lea Sprunger. Auch sie war heute schon aktiv, die Siegerin über die 300 Meter Hürden in 39,8 Sekunden aus Boden, die Vize-Europameisterin Joanna Linkiewicz. Ja, damit kommen wir zu einem Athleten, den wir hier gerne jedes Jahr in Linkshausen empfangen. Mehrfacher deutscher Meister über 400 Meter Hürden von der LG Eintracht Frankfurt, Georg Fleischhauer. Weiter geht's mit einer Athletin, die ganz kurzfristig hier nachgemeldet hat. Erst vor kurzem auf den Bahamas mit der 4x100 Meter Staffel des BLVs, die inoffizielle Weltmeisterin, Alexandra Burkhardt von der MTG Mannheim. Ja, weiter geht's mit einer Europameisterin. Über 100 Meter aus dem Jahr 2016, U18, Kesia Kwakwo. Die nächsten beiden Athletinnen sind schon in Wettkampfkleidung. Sie haben sich erwärmt für die 600 Meter. Wir begrüßen die fünffache deutsche Meisterin, zweimal im Freien, dreimal in der Halle von LG Stadtwerke München über 800 Meter, Christina Hering. Auf der gleichen Strecke erfolgreich, Doppelhalb-Europameisterin über 800 Meter, 2,15 und 2,17. Sie hält den richtigen Rekord über 600 Meter aus der Schweiz, Selina Büschel. Ja, und weiter geht's mit der nächsten Schweizerin. Aus dem Stand in einem sehr, sehr wichtigen Finale bei den Olympischen Spielen 2016. Fabian Schlumpf aus der Schweiz. Amose. Ja, dann dürfen wir gleich alle miteinander einstimmen, alle miteinander singen. Er hat heute nämlich Geburtstag, wird 23 Jahre. Er ist einer der besten deutschen Weitspringer. Nach einer längeren Verletzungspause heute sein Comeback in Blitzhausen. Wir begrüßen Fabian Heinle. Aber von dir, Happy Birthday, Fabian. Wir gehen nach Polen, der Vize-Europameister über 800 Meter aus dem Jahre 2014. Artur Kuciapski ist ja da heute, den wollen wir natürlich auch sehen. Da stehen die Verantwortlichen und wissen nicht so richtig, okay, dann sagen wir es einfach, er ist dabei, Artur Ostrowski ist dabei und einen sehe ich auf jeden Fall, der dann auch laufen wird, das ist der Meeting-Rekord über 1000 Meter. Ich erinnere mich damals an das Duell gegen Homio Kestfaye, zweifacher deutscher Meister von der LG Farbtex Nord-Schwarzwald, Timo Benitz.
Ja, das sind die Athleten und Uli, du hast noch eine ganz besondere Würdigung. Genau, wenn das Mikrofon funktioniert. Wir haben die große Freude, einen verdienten langjährigen Kampfrichter und Starter hier aus dem Kreis Reutlingen zu ehren. Ich bitte mal nach vorne unseren Christoph Kullmann. Christoph, wo bist du? Gesehen hatte ich dich schon. Christoph Kullmann war mehr als 20 Jahre hier Kampfrichter und als Starter tätig im Landkreis Reutlingen, im Leichtathletikkreis Reutlingen und auch hier beim Meeting